Hallo, hier ist Stefan von Sportwettenvergleich.net. Ich zeige euch heute die Tipico-Ergebnisse. Das heißt, ich erkläre euch, wie ihr Ergebnisse von Wetten findet, die bereits stattgefunden haben. Als allererstes gehen wir dazu mal auf die Homepage und scrollen ganz nach unten und finden dann unten in der Rubrik Informationen, Bonus, Zahlungsmöglichkeiten, AGB, das Ergebnisarchiv. Da klicke ich drauf. Und jetzt sehen wir schon, hier öffnet sich das Archiv und jetzt haben wir hier eine ganze Reihe von Sportarten. Wir nehmen einfach mal Fußball. Und ich wähle Deutschland aus, die erste Bundesliga. Und das dauert einen Moment, bis sich das jetzt öffnet. Und hier oben kann ich jetzt das Datum einstellen. Wenn wir hier auf die Jahreszahl klicken, sehen wir, dass bis 2008 das Ergebnisarchiv zurückreicht. Das gilt nicht für alle Ligen und nicht für alle Sportereignisse, aber zumindest für die großen Ligen im Fußballbereich gilt, dass die Ergebnisse bis 2008 zurückreichen. Ich nehme einfach mal 2008 hier raus, Dezember 2008, wähle ein Datum und dann wird angezeigt, hier Borussia Dortmund hat am 12.12.2008 gewonnen. Das könnt ihr zum einen am Ergebnis sehen hier, aber auch an der Quote ist es nochmal fett markiert. 1,5 war die Quote für Borussia Dortmund. Und wenn ihr jetzt hier auf diese Balken klickt, auf den Button mit diesen drei Balken, dann öffnet sich ein neues Fenster, ich mache das mal groß und dann seht ihr die kompletten Statistiken für das Spiel, wie ihr sie damals auch angezeigt bekommen hättet. Hier die Torschützen sind angezeigt, Zidane, Sahin, Vandenberg. Hier kann man die Tabelle zu dem Zeitpunkt sehen, den Teamvergleich, diverse weitere Statistiken. Ihr könnt also quasi die Zeit zurückdrehen hier in dem Ergebnisarchiv von Tipico und da könnt ihr viele interessante Informationen finden, die euch dabei helfen können, interessante Wetten für die Zukunft zu finden, beziehungsweise wenn ihr ganz gezielt nach einzelnen Spielen sucht oder einzelnen Sportereignissen, ist das Ergebnisarchiv sehr interessant. Berücksichtigt sind hier natürlich nur die Events, die auch mal als Sportwette angeboten worden sind, aber das sind bei Tipico eine ganze Menge. Ich zeige euch aber noch eine andere Möglichkeit, um Ergebnisse anzeigen zu können und dafür gehen wir hier oben auf Sportwetten und dann nehme ich einfach mal England als Liga raus, die Premier League. Lass mir die aktuellen Spiele hier anzeigen und ihr seht, hier gibt es auch einen Statistikbalken und da geht jetzt gleich auch ein Fenster auf, aber wenn ihr es genau wissen wollt, klickt ihr auf diesen Balken wieder, auf die drei Balken und dann bekommt ihr auch so eine Grafik angezeigt und ihr könnt euch hier die Statistiken dann anschauen, ihr könnt euch die Spieler anschauen. Ihr könnt Tabelle anschauen, ihr könnt alles Mögliche machen. Ihr könnt im Archiv blättern und da weiter drauf klicken. Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Die Formtabelle ist natürlich auch interessant hier. Wer ist gerade aktuell in Form? Wer hat in den letzten Spielen die meisten Punkte geholt? Ihr seht hier die Tendenz, also ihr könnt hier die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit auf dem Weg sehr einfach auswerten und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Immer wenn ihr diese drei Balken mit den Statistiken seht, empfehle ich euch drauf zu klicken, denn das führt bei Tipico immer zu den aktuellen bzw. zu den alten Statistiken und diese Statistiken sind sehr wichtig, wenn ihr das Bestreben habt, die besten Wetten bei Tipico zu finden. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Suche nach lukrativen Sportwetten. Wenn ihr mehr über Sportwetten erfahren wollt, empfehle ich euch die Seite sportwettenvergleich.net.